Immer mobiler arbeiten, immer flexibler arbeiten, immer schneller arbeiten. Was passiert mit uns? Wie können wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Gesundheit der Menschen da nicht auf der Strecke bleibt? Wie soll das gehen? Wir müssen Strategien entwickeln, wie Gesundheitsförderung in der modernen Welt funktionieren kann. Macht das alles Sinn? Und das sind eben große Chancen in Bezug auf Produktivität, in Bezug auf Gesundheit für alle, die im Unternehmen arbeiten. Flexibilisierung und mobiles Arbeiten im Homeoffice nimmt sprunghaft zu. Doch was macht das mit den Beschäftigten und ihrer Gesundheit? Bisher gibt es dazu weniger Antworten. Wir arbeiten mit der Universität St. Gallen und Herrn Professor Böhm zusammen, weil wir wissenschaftlich fundiert herausfinden wollen, was sind die Chancen und Risiken der modernen Arbeitswelt? Wie sieht Gesundheitsförderung, wie sieht Führung, wie sieht betriebliches Gesundheitsmanagement in einer immer stärker mobilen, flexiblen Arbeitswelt aus? Das Besondere an der Studie ist, dass sie das Thema mobile Arbeit und neue Arbeit sehr integriert und ganzheitlich betrachtet und wie Arbeit im Jahr 2020 gesund und erfolgreich funktionieren kann. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse nützen auch Unternehmen. Sie helfen zukünftig, Produktivität zu steigern und Krankenkosten zu senken. Die Geschwindigkeit der Digitalisierung können wir nicht ändern. Und wir können einfach nur gucken, was man noch tun kann als Unternehmen. Also wie können wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Gesundheit der Menschen da irgendwie nicht auf der Strecke bleibt. Die Themen physische und psychische Gesundheit sind relativ gut erforscht. Aber die soziale Gesundheit wurde bisher vernachlässigt. Social Health at Work ist für uns letztlich eine neuartige Linse, mit der wir analysieren können, was am Arbeitsplatz passiert, wie Menschen soziale Beziehungen pflegen können, die gesundheitsförderlich sind und wie sich das insbesondere durch mobile Arbeit, durch Digitalisierung verändert hat. Barmer hat das Ziel, Unternehmen dabei zu unterstützen, die neue digitale Arbeitswelt positiv zu gestalten. Forschungsergebnisse zu Social Health sind für alle Seiten wichtig. Das hat die Corona-Krise gezeigt. Sie hat den Transformationsprozess dramatisch beschleunigt. Und insofern ist Corona hierfür wie ein Brennglas, aber auch ein Zukunftslabor. Wir sehen in der Studie, dass ca. 20% der Personen erstmals mobile Arbeit praktiziert haben. Die durchschnittliche Zeit, die Beschäftigte in Telearbeit verbringen, sich mehr als verdoppelt hat. Die Studienergebnisse zeigen, Menschen, die schon an mobile Arbeit gewöhnt waren, konnten mit der Situation besser umgehen. Die Folge: weniger Stress und höhere Produktivität. Was man daraus eben folgern kann, ist, dass mobile Arbeit was ist, was man auf jeden Fall aktiv gestalten kann, auf der Teamebene, auf der Unternehmensebene vielfältige Unterstützungsmaßnahmen bieten kann, die mir letztlich während mobiler Arbeit ermöglichen, produktiv und gesund zu bleiben. Für eine Analyse von mobiler Arbeit und die gesunde Gestaltung digitaler Wandlungsprozesse sind drei Ebenen interessant. Das ist einerseits jeder einzelne Mitarbeitende betroffen. Wir sprechen hier von Navigate. Wie gestaltet der, wie navigiert der das Zusammenspiel beispielsweise zwischen Arbeit und Privatleben? Auf der zweiten Ebene beim Team, da sprechen wir von Include und Coordinate. Wie kann ich eben diese Einbindung im Team sicherstellen, obwohl immer mehr auch ortsunabhängig und woanders arbeiten? Wie kann ich aber auch diese Koordination hinbekommen, die ein Team ja braucht, um zu funktionieren? Und die dritte Ebene, wir sprechen hier von Orchestrate, ist eben für das Unternehmen als Ganzes relevant. Hier geht es beispielsweise darum, wie Unternehmen ihr Personalmanagement aufstellen und auch, wie sie den Wandel zu einer virtuell arbeitenden Organisation hinbekommen. Was sind nun die Kernaussagen auf den einzelnen Ebenen der Studie? Los geht es mit Navigate. Ein wichtiger Aspekt ist die digitale Kompetenz. Unter den Mobilbeschäftigten meinen 60% ausreichend digitale Kenntnisse zu besitzen. Bei den nicht mobil arbeitenden Beschäftigten sind nur 45% dieser Meinung. Haben die Beschäftigten das Gefühl, ausreichende digitale Kompetenz zu besitzen, sind sie durchschnittlich 15% produktiver. Außerdem empfinden sie weniger Stress und sind bei ihrer Arbeit auch zufriedener. Was wir sehen können, ist, dass mobile Arbeit auch gewisse Skills erfordert. Und eine ganz relevante Fähigkeit ist hier irgendwo das Schritthalten mit digitalen Technologien, auch das Fortbilden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Grenzmanagement.
Dazu gehört zunächst, ob einem selbst die zeitliche Abgrenzung zwischen Berufs- und Privatzeit bei mobiler Arbeit gelingt. Das bestätigen rund 70% der Befragten. Auch die örtliche Abgrenzung bei mobiler Arbeit ist wichtig. Hat man einen separaten Arbeitsbereich oder sogar ein eigenes Arbeitszimmer zu Hause? Das trifft für nur 55% der Befragten zu. Abschließend ist wichtig, ob man gegenüber Familie und Freunden auch kommunizieren kann, wann man arbeitet oder Zeit für Privates hat. Das gelingt nur 45% der Befragten. Personen, die alle drei Bereiche aktiv steuern und Berufliches und Privates trennen, haben 15% weniger Stress. Aus unserer Sicht ist es bei diesem ganzen Thema Grenzmanagement sehr, sehr relevant, dass ich das eben bewusst betreibe, dass ich bewusst auch in Rollen denke, sowohl was eben den Ort als auch die Zeit anbelangt. Was wir eben auch sehen, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, das auch zu kommunizieren. Es wird natürlich umso besser, wenn auch meine Familie das weiß, wenn auch meine Kollegen das wissen. Hier ist zunächst der Aspekt der virtuellen Führungsfähigkeit interessant. Wie gelingt es Vorgesetzten, ihre Teams bei räumlicher Distanz zu führen? Laut Einschätzung der Beschäftigten gelingt das nur 58% ihrer Chefs. Beschäftigte, die virtuell gut geführt werden, haben 25% weniger Schlafprobleme und eine 48% höhere Arbeitszufriedenheit. Ähnlich wie die mobile Arbeit jeder Einzelne lernen muss, ist auch das virtuelle Führen was Führungskräfte lernen müssen. Wie sie Ziele vorgeben können, wie sie Unterstützung anbieten können. Wie können sie mittels einer Videokonferenz Ziele vereinbaren? Ja, wie können sie schauen, ob es Mitarbeitern gut geht? Wie können sie auch da eben helfen? Ebenfalls von besonderem Interesse das Inklusionsklima. Laut Studie fühlen sich ganze 80% der Befragten ihrem Team auch zugehörig. Und 70% geben an, sich mit ihren Ideen auch im Team einbringen zu können. Was wir sehen in dem Moment, wo diese Inklusionswahrnehmung da ist, sind die Zusammenhänge, sind die potenziellen Effekte sehr, sehr stark. Das Ergebnis? Mitarbeiter nehmen 25% weniger Erschöpfung wahr. Sie fühlen sich zudem über 30% höher physisch und psychisch belastbar. Und ihre Arbeitszufriedenheit ist um 60% gesteigert. Wir sehen im Bereich Inklusionsklima, wie auch in anderen Studien, dass das ein ganz zentraler Treiber wirklich eines gesunden und effektiven Arbeitsplatzes ist. Insofern kann die Interpretation nur sein, dass es unser aller Aufgabe ist, diese Inklusion zu erzeugen. Und da sind nicht nur Führungskräfte und Unternehmen gefragt, weil ich kann jeden Tag und in jeder Minute einen Unterschied machen, ob sich mein Gegenüber inkludiert und angenommen fühlt oder nicht. Von großer Bedeutung ist, in welchem Grad die Beschäftigten sich auch von ihrem Unternehmen unterstützt fühlen. Das Ergebnis? 51% der Befragten halten Schulungen zum Umgang mit mobiler Arbeit für sich und 55% für ihre Führungskräfte für wichtig. Das sehen sie allerdings nur zu rund einem Drittel seitens der Unternehmen als gewährleistet an. Rund 75% der Befragten halten es auch für wichtig, dass es im Team klare Absprachen zum Umgang mit mobiler Arbeit gibt. In 67% der Unternehmen sehen sie das als gewährleistet an. Die Ausstattung mit funktionstüchtiger Hard- und Software halten 76% der Mitarbeiter für relevant. Erfüllt sei das in 73% der Unternehmen. Wenn wir nun die Unterstützungsmaßnahmen gesamthaft betrachten, dann sehen wir, dass die durchaus effektiv sind. Mitarbeitende, die das wahrnehmen, die haben eine höhere Arbeitszufriedenheit. Die haben auch das Gefühl, dass sie produktiver sind. Man sieht, dass die dann auch weniger Stress empfinden und weniger emotional erschöpft sind. In Bezug auf die Virtualität von Unternehmen kann man 5 Phasen unterscheiden. Das geht los mit einer Widerstandsphase, zum zweiten eine Vorbereitungsphase, dann eine Umsetzungsphase, dann geht es eben weiter in eine Virtualisierungsphase, zuletzt kommen wir dann in die volle Virtualität. Laut Studie befinden sich rund 50% der Beschäftigten nach eigener Wahrnehmung erst in der Umsetzungsphase. Der Stress ist in der Widerstands- und Umsetzungsphase aber am höchsten. Erst danach nimmt er stetig ab. Die Schlussfolgerungen liegen auf der Hand. Das Erkennen, dass wir diese Virtualität irgendwo fördern und erreichen müssen, ist Schritt 1. Und dann, ähnlich wie wir das aus dem Change Management kennen, diese Widerstandsphase, die am Anfang auch schmerzhaft sein kann, die möglichst schnell hinter mir zu lassen. Und das sind eben große Chancen in Bezug auf Produktivität, in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Zufriedenheit für alle, die im Unternehmen arbeiten. Das Thema Social Health wird mit Fortgang der Studie an Bedeutung gewinnen. Zumal die Aussagekraft zukünftig mit jeder weiteren Befragungswelle noch wachsen wird.
Und wir freuen uns natürlich, in den nächsten 2 bis 3 Jahren hier noch vielfältige neue Ergebnisse generieren zu können, die Unternehmen eben helfen können, die Digitalisierung und Flexibilisierung erfolgreich zu gestalten. Social Health at Work ist für uns ein sehr, sehr relevanter Begriff, der noch nicht die Aufmerksamkeit hat, die ihm eigentlich zusteht. Und da hoffen wir, dass wir mit dieser Studie einen gewissen Anteil auch haben, diesen Begriff prominenter zu besetzen und vor allem besser erforschen zu können. Ja, die Studie ist wichtig für uns, dass wir eine nachhaltige Strategie haben, was das ganze Thema angeht und dass wir eben da auch zum einen die Gesundheit des Mitarbeiters irgendwo in den Vordergrund legen und zum anderen natürlich die Produktivität hochhalten. Unser Interesse ist, in einer sich rapide verändernden Arbeitswelt Konzepte zu entwickeln für Gesundheitsförderung in Unternehmen, für betriebliches Gesundheitsmanagement, Leitfäden für Führungskräfte, wie sie mit den neuen Herausforderungen umgehen können. Deshalb Social Health at Work.